Wisst ihr eigentlich überhaupt, von wo dieses Mein Löwe, mein Bär kommt? Ich bin mir nicht 1000% sicher, aber ich glaube, es hat doch von da seinen Ursprung, oder Chat? Und voilà, ich finde die sympathisch irgendwie. Meine Frau macht die leckersten Steaks auf der Welt. Sie hat das noch nie gemacht, aber ich glaube an sie. Schaffst du das? Auf jeden Fall, weil es reibt. Mein Löwe, mein Bär, mein Architekt, mein Künstler. Das ist nicht leicht, sowas zu bauen. Mein Mann braucht kein 5000-Euro-Grill. Er macht aus irgendwelchen Steinen das beste Grill auf der Welt. Ich habe zu Hause noch Kartoffeln gemacht. Das Ding ist, ist euch auch aufgefallen? Der Mann kocht 1000-mal besser als sie. Voila, das ist krank. Unglaublich lecker. Mein Löwe kommt. Probier. Mein Löwe kommt. Probier, sagt sie. Cringe. Ihm schmeckt. Ihm schmeckt. Meine Frau ist die Beste, finde ich jetzt. Janim Benim. Wie sie das sagt. Janim. Kannst du Doodles machen? Ich mach gleich weiter, hallo. Ey, guck mal, Chat, und was ist das so random, gell? Einfach Funny Frisch kommentiert ihr. Ich sehe auch, die kommentieren überall. Die nehmen sich die gratis Werbung mit auf TikTok, Junge. Nicht lecker. Beiß rein, mein Löwe. Die haben einen elektrischen Salzstreuer. Das ist schon Drip. Hast du sehr gut gemacht. Janem Benem. Janem Benem. Das klingt so komisch. Ich finde, die sind auf jeden Fall, ey, wie könnte man das sagen, ohne dass es cringe klingt? Ein süßes Paar. Auf jeden Fall, ich finde, die passen gut zusammen. Was geisteskrank war, Chat. Das ist ja, also die ist ja eigentlich deutsch. Guck mal bitte, wie viele Dings die bekommen hat. Hier Klicks. 105 Millionen Klicks, Bruder. There's squirrels in my pants. That girl's got some serious squirrels in her pants. There's squirrels in my pants. Ich schwör's euch, ich habe so einen Schock bekommen. Junge, einfach, die sind doch deutsche Influencer, gell? Und 105 Millionen Klicks, das ist international gegangen, Chat. Aber auch, wie gut der da mitmacht, gell? Ich schwör's, Chat, das ist so einer dieser Influencer-Babys, Cyborgs, von denen ich euch erzählt habe. Wahrscheinlich Mutter hat gesagt, ey, da gibt's so einen Trend, Eiers, und da musst du einfach schreien, als ob du ein Eichhörnchen in deiner Hose hast. Der Junge ist voll im Film, er hat Knacks bekommen. Somebody, anybody, everybody, scream! Mal bitte. There's squirrels in my pants. That girl's got some serious squirrels in her pants. Da gab es noch einen Typen, habe ich auch gesehen, Chat. Verschwörungstheoretiker. Ich habe mies recherchiert. Er hat McFit-Skandal aufgedeckt, Chat. Liebe Studiomitglieder, leider ist die Herrendusche bis auf unbestimmte Zeit gesperrt, da wir in selbiger einer Undichtigkeit feststellen mussten. Also da steht sogar, die Dusche ist gesperrt, weil sie undicht ist. Sie heißt, irgendwo rinnt Wasser durch oder es gibt ein Leck oder so ein Scheiß, gell? Mal gucken, ob das stimmt. Guck mal gleich, was er macht. So, die Dusche... Er denkt, der lebt in CSI Miami, voilà. Die Duschen sind gesperrt. Angeblich, hier steht... Guck mal, diese Sperre hier. Das nochmal, dass die Duschen gesperrt sind. Jetzt gucken wir mal. Ich bin jetzt wieder. Oh Mann, ich sterbe. Da gab's noch ein TikTok, gell? Dort stand irgendwie dieser eine Mieter, der unter dem Fitnessstudio lebt und dann einfach Wasser rinnt auf sein Gesicht und so. Ist nicht gesperrt. Alles Lüge. Hört auf, uns zu verarschen. Ladet es hoch, gib ihm. Bruder, was ist mit ihm? Oh, guck mal, er zieht das durch, Chat. Ich war sogar auf seinem Profil. Er sagt... Hallo Leute, ich habe gestern ein Video gepostet in McFit Studio. Ja? Die haben geschrieben, dass das Wasser bis auf weiterem Datum nicht funktioniert. Dass das Wasser abgestellt ist. Ich habe es gestern bewiesen, dass das Wasser nicht abgestellt ist. Das Wasser hat funktioniert, die Duschen haben... Er denkt irgendwie, Chat, er beendet Russland-Ukraine-Krieg mit dieser Dusche. ...haben funktioniert. Ich verstehe nicht, warum die uns verarschen.
Ja, ich bezahle jeden. Er denkt, wir kriegen wieder billigere Gasdings, wenn er diese Dusche expost. Jeden Monat 25 Euro für McFit Studio und angeblich gehen die Duschen nicht. Lasst euch nicht verarschen. Es ist alles Politik-Scheiße. Ja, ich bitte euch. Es ist alles Politik-Scheiße, Mann. Lasst euch nicht verarschen, yo. Es muss irgendwas passieren, damit wir uns nicht verarschen lassen. Ich hab euch lieb. Bitte unterstützt mich. Bei was sollen wir dich unterstützen? Dass du aufgedeckt hast, dass die Dusche nicht funktioniert, oder was? Und guck mal jetzt, es geht weiter, gell? Er ist wohl irgendwie Künefe-Koch oder so. Guck mal, was er macht. Es ist so random, Chat. Was ist mit ihm? Guck mal die Kommentare. Es gibt einfach Sachen, die machen mir Angst. Das fand ich am besten. Bruder, sag mal bitte, wo du arbeitest, damit wir da nicht hingehen zum Essen. Ich musste so lachen. Guck mal, er steht hier auch sogar nochmal so. Bester Mann, ich möchte einfach, dass ihr mir folgt. Gebt mir ein Like, teilt meine Videos. Wir müssen viral gehen. Ich werde sehr neue Videos machen. Ich werde einfach mit euch kämpfen. Unterstützt mich. Wir lassen uns nicht vernaschen. Ich hab euch lieb. Vernaschen? Pass auf euch auf. Folgt mir und boom. Der Typ. Ey, der macht mir Angst mit seinen Augen. Ja, Chat, er guckt so. Hallo, Freunde. Politik, alles scheiße. Lasst euch nicht vernaschen. Folgt mir. Euer bester Mann. Bumm. Es gibt so ein Video, da erraten Tochter und Vater Anime-Intros. Junge, die Tochter besiegt ihn einfach, Chat. Ey, wie heftig ist das, Junge? Die hat doch gerade erst reden gelernt. Ja. Sie hat gleich Winning Streak, Chat. Junge, die zerfetzt ihn. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, Chat. Das hier war auch krass. Aki wollte ein Web machen. Ich wollte da. Aki, das war nicht schlimm. Das war nicht schlimm, Aki. Wie süß er meint, voila. Das ist mehr so gut als Rap. Das ist nicht schlimm. Man lernt guck mal, er wollte sich ein Rap machen, gell? Und er hat da mehr Sujuk als Rap drauf getan. Und die Jungs lachen halt drüber. Und er weint deswegen. Also das hat ihn so emotional getroffen. Man merkt aber auch, das sind richtig, richtig gute Brüder. Guck mal, wie die ihn aufmuntern und wie nett die zu ihm sind. Dass er generell so da quasi seine Emotionen zeigt und da weint. Ich schwör's euch, das zeigt irgendwo, dass der so gute Brüder hat, dass die auf ihn aufpassen, dass die ihn da auch aufmuntern. Das ist eine schöne Sache, voilà. Ja? Alles ist gut, ja? Nächstes Mal machst du Rap mit weniger Sujuk, ja? Hm? Nächstes Mal machst du Rap mit weniger Sujuk. Komm. Voll süß. Ernst süß. Das war schon süß. Ah, oh mein Gott, das war cringe. POV, dein kleiner Bruder ist verliebt. Ja, wie geht's sich darum? Dieser kleine Pisser guckt sich jetzt in der Pause an. Okay, die ist zwar nicht meine Freundin, aber trotzdem, die gehört mir. Der geht einfach, guck mal, ich zeig dir doch einfach. Bruder, wieso postet sie das bei Gottchat? Wie unangenehm ist das? Also die gehört. Ja, ich spreche sie zwar an und gehe zu ihr, aber ich fasse nicht an, wie diese eine Wichser oder die andere Wichser, die ganze Zeit anpassen. Die gehört mir. Das war's.
Das ist schon Pisse, Digga. Soll das schon andere Mädchen finden? War das meine Frau? Chat, harte Prüfung. Ich sag nur, das gibt mir so Boomboxen in U-Bahn-Vibes. Kennt ihr das? Diese 12-Jährigen, die manchmal in U-Bahn unterwegs sind, zu 10 und die haben so eine Boombox dabei und die hören laut Capital Bra Chat. Ich glaube, jedem ist das schon mal passiert. Ihr könnt mir nichts vormachen. Oh mein Gott, das müsst ihr sehen. Walla, das hier muss ich euch noch zeigen. Guck mal, hier gibt's so einen Typ, gell? Er macht draußen für Leute, macht er so gratis Haarschnitte. Und oft halt auch für Obdachlose und so weiter und so fort. Leute, die nicht so viel Geld haben. Guck mal hier, was für eine Transformation der Typ kriegt. Jetzt mal wieder aussehen. Amen. Mohammed. Really? MashaAllah. My name is Mohammed too. From Mohammed. Eritrea. Eritrea. Hey, guess where I'm from? Somalia. No. Close. Ey, der Typ sieht auch so nett aus. Ich schwör's euch, er strahlt einfach so nur aus. Ich weiß nicht, wie man das erklären soll. Ich glaube, die Leute, die das wirklich gleiche empfinden, die wissen, was ich meine. Aber wirklich, der Typ sieht einfach so nett aus. Close to your country. Ethiopia? No. It's close to your country like that. Sudan. My brother. Come on, my bro. No, we're all brothers. We're all brothers. Yeah, inside one? Just skin fade, please, bro. Skin fade, what about top? Top, free. How long have you been like, from this? On and off, 2 years. Ich schwör's euch, Chat, ich bete dafür, dass solche Leute von der Straße wegkommen, also ein Dach über den Kopf leisten können, so täglich Mahlzeiten genießen können. Voila, dafür bete ich, inshallah. We shall pray for you, get a nice life. Appreciate that, bro. I appreciate it. Inshallah, yeah. Yeah, yeah, family, mom, dad. I got 4 brothers and 2 sisters. Yeah, how about you, bro? Guck mal gleich, er sieht so fresh aus, Chat. Ja. Okay. Aber Chat, guck mal, so, dieser Typ, also natürlich, man kann ihm jetzt nicht all seine Emotionen ansehen, aber er lässt sich von diesen Prüfungen dieser Welt auch nicht runterziehen. So, er macht weiter, er zieht durch, er bleibt am Start, wisst ihr, was ich meine, Chat? Und auch wenn ihr vielleicht eine Prüfung erlebt oder etwas euch runterzieht, macht weiter, Friends. So, steht auf, wischt den Dreck von eurer Hose ab, sagt Khair inshallah, auch wenn ihr vielleicht nicht eine gläubige Person seid, trotzdem Kopf hoch. Nach schlimmen Zeiten kommen wieder gute Zeiten. Mit der Erschwernis kommt die Erleichterung. Speak to my sister, one of my sisters. I speak to my mom. That's great. Since you left Eritrea, did you been back? No, I had a chance to go when I was young, but... Yeah, but you couldn't. No, because I was when I was young, I was naughty in school and stuff like that. I thought my dad was going to leave me there. You know, like when you, I said, no, I'm not. Do you know, it's a good place. Thank you, man, bro. Honestly. I love to have people, man. No, a human is a human, isn't it? White, black, Asian, all the same. Need more good people like you, Wallahi, bro. Yeah, I wish a lot of people can learn what I'm doing. Bro. Yeah. Because me, all I can't help everyone, but I do. Yeah. Ey, bitte gebt euch, wie fresh der aussieht, Chat. Bei Gott fresh. Heftig. Guck mal bitte, wie glücklich er ist, sich so zu sehen. Ey, einfach, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie krass das für einen Friseur ist, so viel Glück in einem Menschen zu sehen, Chat. Also so viel Freude. Guck mal bitte, wer er lacht. I know that's hard still, I'm not gonna lie, bro. I'm not gonna lie, bro. Thank you, man. See, that's why I'm looking for a smile. I like it. Oh, no, that's why he said wait until the end to see you. My brother, stay safe, yeah? Das war auf jeden Fall todessüß. Walla, das hat mich ernst mitgenommen.